Kunst des Mordens Teil 41, jetzt wirklich Teil 41. Und wir sind dabei, unserem Butler Dick zu verhaften wegen Mord und Einbruch. Richard Perry, ich verhafte Sie als Mitglied einer Verschwörung, die zum Ziel hat, mindestens 6 Leute zu töten und wegen Einbruchs. Drehen Sie sich um, damit ich Ihnen Handschellen anlegen kann. Du bist ja richtig streng. Oh, erwischt ihn eben noch, oder nicht? Oh Mann. Ui. Oh Gott. Jetzt hat sie ihn erwischt. Nicole, er hat mich erpresst. Douglas? Ich muss ihn kriegen. Ich erledige das. Sagen Sie mir, wo... Licht an der Küste. Dick ist gegangen. Adieu, Partner. Ich muss Richter Wolsey vor dem Mörder retten. Dies ist sehr mitfühlend. Der Partner ist gegangen. Adieu. Mach's mal gut. Es sieht so aus, als ob der Leuchtturm unerreichbar wäre. Ich müsste den Felshang und die eiskalte See überwinden. Müsste sie, wenn sie keinen Hubschrauber hätte. Und sie hat keinen Hubschrauber, deswegen... Ja, traumhafte Kulisse. Außer für das Fischerboot. Schauen wir uns mal um. Ich denke, wir müssen dahin. Steht hier. Posten. Ach, das ist die Seilbahn. Okay. Fort. Die meint hat Leuchtturm. Schauen wir uns mal in die Hütte um. Oh, das ist wohl der Motor für die Seilbahn. Schaut aber nicht sehr betriebsfertig aus. Fangen wir mal rechts an. Der mit dem Brett. Brett vom Korb? Nee, auf der Bank. Okay. Eimer brauchen wir nicht. Oh, eine Angel... ich hab gedacht, eine Ölkanne. Angelspule. Ein Ding. Und ein Schwungrad. Eine Klingel, ein Rohr. Ein Riss im Boden. Oh, ein 17er Ringschlüssel. Ein Maulschlüssel ist in die Lücke zwischen den Brettern gefallen. Nein, das ist ein Ringschlüssel. Ich komme nicht ran. Okay. Vielleicht können wir das angeln mit der Schnur. Angelschnur? Das passt nicht. Nee, Gott, hier ist denn? Dann die Angelschnur. Ja, klar. Ein Maulschlüssel ist in die Lücke zwischen den Brettern gefallen. Ringschlüssel. Nun, ich schätze, mir wird niemand helfen. Den Motor muss ich schon alleine anlassen. Ja, brauche ich mal einen Anlasser. Nur hier, Kupplung. Platz für Kupplungshebel. Ah, der fehlt. Ja, ein Auskuppeln müssen wir auch noch, ne? Das geht nicht. Was können wir da reintun? Hallo, Inventar. Vielleicht ein Brett. Ist mir eine Schwungscheibe, der passt vielleicht hier drauf. Das hier. Öffnung im Zylinderkopf. Ach, das ist ein Diesel. Ein Diesel ist das.
Der Schaft hat ein Gewinde mit einem Loch. Eine Sekunde. Ich habe mal in der Werkstatt meines Vaters einen alten Traktor gesehen. Der Schaft wurde dazu benutzt, den Zylinderkopf aufzuheizen. Das war ein ganz, ganz alter Traktor. Und das ist ein ganz alter Motor da wahrscheinlich. Flugmotor. Können wir da an hier die Dick festsetzen? Sitzt fest. Ich werde das nicht mit bloßen Händen abschrauben. Nee, aber mit dem 17er Ringschlüssel vielleicht. Ein paar Bretter. Oh, Gürtel. Oh, dann können wir aus Kaldirim nehmen. Was haben wir hier? Riecht verschimmelt. Die Taschen sehen voll aus. Ich kann etwas fühlen. Spannend. Die Streichhölzer scheinen trocken zu sein. Super. Okay, kann's lesen. Egal, Hauptsache trocken. Riecht verschimmelt. Die Taschen sehen voll aus. Ja. Modell Arbeitsjacke. Ein Päckchen alter Filterzigaretten. Marlon Borro. Extremely Gold. Smoking kills. Ich weiß, das ist schlecht für die Gesundheit. Ach, das wird doch nicht können, oder? Ich habe daran gezogen, weil ich sie anzünden musste. Was muss ich noch alles tun, um jemanden zu retten? Ich habe daran gezogen, weil ich sie anzünden musste. Ich musste sie anzünden, weil ich dran ziehen wollte. Nicole, seit wann rauchst du? Eine alte Ölwanne? Mit dem Loch ist mir eine Badewanne geformt. Ja, Badewanne für Teddybären. Was haben wir jetzt? Haben wir ein Brett? Ein Stück eines Bretts von der Bank. Mit einem Nagelloch drin. Ach, das kann man nicht drehen. Alles klar, doch. Ah. Na, mach nicht mehr. Eine Angelschnur. Das Schaft. Den Gürtel haben wir noch ein nicht. Ein sackleinen Gürtel mit metallener Schnalle. Extrem. Ja, das hatten wir schon. Ui. Ach, Motor. Gibt's denn zwei? Nee, ein. Kupplung. Dann brauchen wir ja, klar. Sie hat mal schon. Okay, das tut sich ja richtig rätselhaft an. Mal keine langen Dialoge heute. Können wir mal hinter der Hütte gehen? Hinter der Hütte? An der Hütte entlang. Was war hier die Gondel? Die Gondel scheint ziemlich geräumig zu sein. Ja, pass nach zwei rein. Ein Benzinkanister aus Blech. Oh, das ist schlecht. Es kommt nichts aus dem Ventil. Ist der Kanister leer oder was? Es kommt nichts aus dem Ventil. Ist der Kanister leer oder was? Ein Blechkanister für Flüssigkeiten. Schau doch mal nach. Ist der leer? Ach, nee. Ach, was? Der steht nach hinten, der muss nach vorne. Okay. Was war das jetzt? Ach, da haben wir unser Kupplungshebel. Sieh an. Das ist ein Hebel von irgendeiner Maschine. Ja, zufälligerweise von der Maschine, wo der drin steht. Endlich. Das Ventil fängt an zu tropfen. Ich sehe nicht ein, Petroleum zu verschwenden. Ich könnte ein Gefäß gebrauchen. Ach, jetzt war es Benzin, jetzt ist Petroleum. Vielleicht ist später Diesel. Ist das Gefäß? Stellen wir hier hin. Jetzt hat zwar ein Loch, aber vielleicht ist es ja ein bisschen schief. Dieses Gefäß leckt. Ich möchte kein Petroleum verschwenden. Ja, klar. Ach, ich brauche einen Deckel. Was haben wir hier?
Rücken ist wie eine Badewanne geformt. Und hat ein Loch. Können wir uns da noch irgendwo weiter umschauen? Die Gondel hatten wir, das Kabel, naja, ist klar, tut man trotzdem mal drauf. Das Kabel scheint nicht sehr dick zu sein. So, Hauptsache es hält. Zurück wohin? Muss der Rest in die Hütte liegen. Wir bräuchten noch einen Deckel und wir bräuchten den Ringschlüssel. Können wir uns was basteln. Der passt doch aufs Getriebe hier. Okay, den lassen wir hier. Oder brauchen wir noch? Nee. Weg. Die Schraube muss auf. Zylinderkopf, gibt es da vielleicht noch mehr? Nee, nur das Loch für die Halsspule. Ach, was haben wir hier noch? Ach, da war die Jacke dran. Noch mehr. Ein Haken. Ach, da können wir uns doch die Dinge mit angeln. Genau. Den Haken mal einfach raus. Das geht jetzt nicht. Den tun wir am Gürtel festhalten. Das wird nicht passieren. Nee, den Haken am Gürtel. Das geht nicht. Brett. Oh Gott. Okay, das ist ja richtig cool. Und den Deckel. Das geht ja mal flott hier. Das wird nicht passieren. Oh, Maulstube plus Treibstofftank. Das wird nicht passieren. Was können wir sonst damit? Das geht nicht. Ansicht, Moment. So, das ist immer ein bisschen... Es hat nachgegeben. Jetzt wird es einfacher sein, das mit der Hand loszuschrauben. Das ist ein bisschen doof, dass man das eine nicht geht und dann in die Nahansicht geht's. Der Deckel passt wirklich auf dem Benzin, nee, auf dem Ölwanne. Echt? Das passt, als wäre... Okay, Leute. Dann wissen wir auch, was zu tun ist. Dann holen wir uns ein bisschen Diesel. Und vielleicht kann es ja danach schon losgehen. Ich hoffe ich doch. Gut. Ich habe schon genug Petroleum. Okay, mitnehmen. Ja, Leute, hat super geklappt bisher. Ja, wie es dann weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Teil. Und dann werden wir hoffentlich die Seilbahn zum Funktionieren bringen. Ich habe zwar etwas Höhenangst, aber ich denke, wir kommen auf der anderen Seite. Okay, bis dahin, mach's gut, mach's besser, euer Christian.